als erstes der Pilot, ne? Also jetzt ist ja aber praktisch der Kopf ist schon oben dran. Ne? Ja, da kann man gleich mal so machen. Drüber dann, ne? Das ist jetzt ein Cabrio. Cabrio. Da kann man so steuern und dann kann man so einen Top-Cam spielen, ne? Top-Cam. Flugzeug. Hebelstart. Sportclub. Das ist schön. Ich verbrenne dann die Beine. Wunderschön. Hätte ich einen aufsetzen sollen. Ich bin doch hier, wir gehen zu den Oldtimer-Autos. Ich gehöre nicht zu den Oldtimer-Autos. Das ist das Ding. Aber Lukas, setz dich jetzt dahin. Willst du mal, was ist denn das? Kompass. Ja. Cool. Dass man von hinten sieht. Was? Da ist ein Spiegel, ist das, damit man von hinten sieht. Ja, okay. Ja. Ja. Was willst du sehen? Die Pedale? Ja. Ja, na klar. Das sind. Ja. Genau. Was ist das alles? Pedal macht man das Seitenruder. Okay. Okay. Das steuern wir dann, das wird einfach hochgezogen, oder was? Das ist Querruder. Querruder. Da steuerst du die Querlage vom Flugzeug. Okay. Also da kannst du dann, das siehst du hier außen genau das Ruder, wie sich bewegt, nach oben und nach unten. Okay. Da kannst du dann in die Kreise einleiten oder Kurven fliegen. Und das ist dann einfach hinten ein Ruder. Genau, das siehst du die Pedale, wenn du mal hinterschaust. Achtung, jetzt schlägt es aus seitlich. Ja. Und das geht eben auch in beide Richtungen. Und die Flugzeuge werden hochgezogen, oder? Genau, mit der Winde. Und das haben wir noch beim Knüppel. Schau mal hinten dran, das ist dann das Höhenleitwerk. Ja. Das sieht man jetzt schlecht, weil das direkt hinter dem Leitwerk ist, aber dann bewegt sich hinten dran. Ist ja, da wirkt es hinten. Ja, jetzt. Ja, tipp aus, ja. Ja. Und damit steuert man nach vorne, geht schneller, nach hinten geht er langsamer. Ja, wie lange kann er so oben bleiben? Wie lange so ein. Ja, neulich sind sie bis zu 10 Stunden. Ja, da sind sie 1000 Kilometer geflogen. Wenn das Wetter passt, dann geht es schon recht lang. Ja, was sieht man jetzt eigentlich da alles so? Ja, das ja, du kannst auch. Also das hier, das ist das Variometer, das zeigt es an, ob man steigt oder sinken hat. Ja. Dann haben wir hier den Fahrtenmesser, typisch der Tacho. Und hier habe ich den Höhenmesser, damit ich weiß, welche Höhe ich habe. Und das hier ist ein Rechner. Also, das sagt mir dann an, über GPS ist das praktisch, ja, wie beim Auto. Wie hoch kann man denn fliegen? Also wie hoch fliegt also normal dürfen wir bis 3000 Meter, weil da oben beginnt dann die zivile Luftfahrt. 3000 Meter und wie schnell fliegt er dann? Ja, man kann also mit dem fliegen bis 250. 250 km/h, okay. Das ist also das schnellste und das ist also bis 200 ist so ja, die normale Geschichte. Und das kann man da hinten buchen, oder was, in der Griebestadt? Ja, wenn man das dann mit... Ja. Und was kostet sowas buchen, wenn man mitfliegt, oder was? Das ist also dann meistens nur so kurze Flüge, dann so eine Viertelstunde, ich glaube 15 oder 20 Euro sind in der Regel. Das ist cool. Und habt ihr noch einen Lautsprecher für eine... Das ist praktisch da der Funk, also das ist das Funkgerät und dann drückt man da über den Knopf und hat hier also praktisch das Mikrofon. Ja. Ja. Und hier auf der Seite links, das ist die Bremse. Okay. Ja. Das heißt also Klappen. Ja. Das geht hier auf der Seite raus. Ja. Ja. Und damit wird die Luft verwirbelt dann und dadurch bremst es den Flieger ab. Okay. Und hier habe ich noch einmal eine Radbremse, wenn ich gelandet bin, dass ich unten das Rad praktisch... Und was ist dann das hier? Das ist die Trimmung. Und zwar, wenn ich länger fliege oder was, dann kann ich hier zum Beispiel den Knüppel verstellen. Ja? Ach so. So. Ja, wie bei einem Auto die Höhenverstellung vom Lenkrad. Hä? Ja, also nicht die Höhenverstellung, das ist eher wie quasi wie so ein Tempomat, kannst du das vorstellen. Ja. Also, wenn du den nach vorne drückst, dass du nicht ständig auf dem Gaspedal stehst, müsstest du den Eimerknüppel nach vorne drücken. Und da haben wir auch noch so einen Hebel.
Das ist Fahrwerk. Da, das ist fürs Fahrwerk. Aha. Das ist da unten. Weil da kann man das Fahrwerk einklappen. Ja. Dadurch ist es besser, der Luftwiderstand geringer. Und was? Und dann habe ich hier für Wasser. Dann in die Flügel kann man noch Wasser reinfüllen. Was braucht das Wasser? Ist ein Kühler? Dadurch kann ich schneller fliegen. Ah. Ja? Ach so, okay. Ja. Und das ist der Hauptnotabwurf. Falls man heraus müsste, kann man dann hier, dann löst sich das. Wie kann er durch Wasser schneller fliegen dann? Ja, wenn er schwerer ist. Ja. Ah. Wenn er schwerer ist, fliegt er schneller. Wenn er schwerer ist, fliegt er schneller. Das ist wie bei einer Seifenkiste. Und da ist ja, wie gesagt, der Spiegel. Das ist der Spiegel für der Pfanne, für den Kompass. Wenn ich praktisch vorschaue, weil sonst würde ich drüber wegschauen und so schaue ich in den Spiegel. Ja. Und so den Kompass. Das ist eine gewaltige Spannweite. Sieht man gar nicht so, wenn man da abschaut. Ja, das sind jetzt 15 Meter. Und hast du das Video aufgenommen? Ja. Ja. Und was braucht man für einen Flugschein braucht man dafür dann? Oder ja, extra für einen Segelflug. Für Segelflucht, also einen einfachen wahrscheinlich dann. Ja, was heißt einfach? Gibt es da verschiedene Segelflug einfach oder was? Oder das sind ja verschiedene Lizenzen einfach, unterschiedliche, da kann man jetzt nicht sagen. Ist dafür ein größeres Flugzeug, oder? Das ist Lizenz, oder? Nee, das ist alle Segelflieger sind gleich und dann gibt es halt den Unterschied, ob es dann motorisierte sind. Ach so. Also Motorsegler zum Beispiel, die haben also normalerweise, wenn da ein normales Flugzeug fliegt, kann da sowas auch fliegen, da fliegen, nee, oder was? Nee, schon für jeden Flugzeug gibt eine eigene Lizenz, aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass eine besser ist oder. Ach so. Das sind halt einfach unterschiedliche Flugzeuge. Also ich weiß, bei den Flugzeugen, wo diesem Dodo oder wie dieser kleine Mahn-Sportflugzeug fliegt, das geht nach Flugstunden oder was? So viele Flugstunden, dann sie alleine fliegen oder was? Die Flugstunden, ja, sowas hast du da auch, ja. Und du hast immer einen Fluglehrer, der dann sagt, wie weit du bist und der dich da einschätzt. Und das ist eigentlich was nur ein Mann jetzt, und dann gibt es meistens zwei Männer. Ja, ja, da drüben ist jetzt zum Beispiel ein Bild, oder das hier. Ja. Das ist so ein Schulungsflieger, da sitzt hinten drin dann der Fluglehrer und vorne drin der Flugschüler. Wie lange dauert dann so ein Flugzeug? Ja, da immer so 5 Jahre gedauert. Ja, das ist unterschiedlich. Meist so 2 Saisons kann man rechnen. Im Winter dann die Theorie machen, die nötig ist. Und aber im Winter kann man nicht fliegen, das ist so kalt, oder? Nee, da ist die Thermik nicht ganz so gut bei uns. Deswegen. Braucht man nicht ein bisschen in der Höhe auch Luft, irgendwie Sauerstoffzuführung oder was? Nee, ab 3000 Metern, aber höher gehen wir ja normal hier sowieso nicht. Das lässt das Wetter meistens auch gar nicht zu. Von daher ist das bei uns unproblematisch. Und die Kabine ist für wie viel größer gedacht? Also 1,90 passt man da schon noch gut rein, normalerweise. Dann passt du nimmer rein. Ich fehl 2 Meter. Okay. Das ist so groß dafür. Ja, man kann, da vorne sind ja die Pedale und das kann man dann verstellen. Ja? Aber 2 Meter. Aber 2 Meter wird schon eng. Die neuen Flieger. Dann mit dem Kopf oben dann an der Haube anstößt. Die neuen Flieger sind dann schon für größere Piloten ausgelegt, da wird sowas dann mehr. Ich habe schon gemerkt, bei so einer Leihwagen von einem 4500, diese modern, da und das Dach da oben, dieses Stoffdach, das Stoffdach hat dann noch mehr Platz dadurch. Ja. Weil da der Himmel weg ist, sondern nur bis zum Glas auch so ein bisschen Platz, dadurch hast du ein bisschen mehr. Ohne das Ding hätten wir schon einen Scheiß aus. Das wir dann eher an. Ja. Ja. Ich glaube, da passe ich nicht rein. So wahrscheinlich eher nicht in dem. Also nicht vergessen, ich schaue mich auf die Suche nach morgen. Ja, danke schön. Also kannst du mal kurz so halten, wenn du willst. Und? Ja, ich kann noch kurz so Bild noch. Was denn jetzt? Nur so halten. Ne? Und? Dann bist du weiter. Ich kann mal versuchen, einfach mal. Ja, dann müssen wir das Kissen rauspacken. Warte mal. Versuchen. Ich hole mal das Kissen raus und wir fahren. Oder kannst du das Kamera nehmen? Oder kannst du den Leuten machen? Ja. So, jetzt das können Sie bitte mal. Können Sie die Kamera nehmen? Sonst hat sie gerade den Hund. Da mache ich ein bisschen. Ja. Da muss man einfach nur drauf. Das läuft dann so. Alles klar. Sieht man den Bildschirm. Ja. Also, warte ich. Und mal YouTube. Auf der Seite, da kann man sich abstützen. Wenn du so daher gehst, ja, und dann kannst du deinen Fuß bringen so da drüben rein. Das ist wahrscheinlich wie so ein Pond wegfahren. Hm? So. Ja. Dann so. Da ist schon ein Pond weg drin. Das ist schon. Ja, das ist schon etwas klein. Wie ein Spielzeug auch. Aber es geht. Ja. Runter geht das wahrscheinlich nicht mehr so. Ja, das geht runter. Ja, da kann man hier fliegen, das ist der Pilot. Ne? Also jetzt ist aber praktisch der Kopf ist schon oben dran. Ne? Ja, da kann man gleich mal so machen. Das, dann, ne? Das ist jetzt ein Cabrio.
Dann kann man so steuern und dann kann man so einen Topcam spielen, ne? Topcam. Also wir machen Cabrio einmal auf. Warte mal, schaffen wir mal hoch. Also so aufstellen, ja. Aber das ist ein super. Ich habe mit einem Kumpel seinen Pontiac schon gut gehabt. Ja. Das ist auch so. So, danke. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy dem Hund sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Hinten unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Wir sind doch ganz massiv, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nach Plan, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben in? Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterwegs. Fünf Freunde, endlich erwachsen. Die fünf Freunde sind immer noch die besten Freunde. Mit Mitte 20 leben sie zusammen in einer WG und meistern die Abenteuer des tückischen Alltags. Tja, ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Fünf Freunde.